Ui. Fall Guys is back! Yay! Kreatives Bauen! Die neue Season ist draußen! Nach gefühlt 4 Monaten oder so Stille ist endlich Fall Guys zurück und wir können endlich wieder Spaß haben mit dem Spiel. Und nicht nur eine neue Season uns anschauen, nee, das machen wir beim nächsten Mal mit Mützi, irgendwann am Wochenende oder Ende der Woche oder wann auch immer. Wir werden uns heute darauf konzentrieren, nicht die Season uns selber anzuschauen, sondern das, was uns ja lange versprochen wurde, nämlich das kreative Bauen. Hello Kitty, okay, guck ich mir später an. Ja, wir haben jetzt nämlich einen neuen Tab, Creative. Und was würde passieren, wenn ich jetzt auf Laden gehe? Gibt es jetzt schon ein Level? Nee, noch gibt's gar nichts, noch funktioniert es nicht. Okay, wir können aber trotzdem schon mal Level bauen. Wie gesagt, Season passen alle, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich will erstmal nur ein Level bauen mit euch. Und, falls ihr darauf Lust habt, dann würde ich doch vielleicht mal ein neues Projekt anfangen. Statt, dass ich einfach nur die ganze Zeit Vollgas spiele, wenn man die neuen Season anschaue. Könnten wir uns doch, oder könnte ich mir doch vielleicht eure Level mir anschauen. Also ihr schickt mir eure Level in den Kommentaren rein und dann zocke ich die beim nächsten Mal. Wie wäre das? Wäre das cool oder wäre das eher boring? Lass es mich auf jeden Fall wissen. Wir können ja einen Modus wählen, ja okay, irgendwann später in der Season werden die immer mehr Sachen zufügen. Ich finde es gut, dass sie dann auch die Season immer wieder mit drin updaten, so wie sie es früher gemacht haben. Nicht so wie dieses letzte Season, wo sie einfach gar nichts gemacht haben. Wettrennen. In diesem Modus müssen die Spieler in einem Spießrutenlauf Hindernissen ausweichen. Ja, also so Standard-Mode. Ja, genau. Okay, wir haben einmal Original, ich glaube so Season 1. Ja genau, erste Season von Fall Guys-Stil. Und digital, baue im digitalen Retro-Look. Das ist so der neue Look, deshalb möchte ich mir den mal gerne anschauen, wie der aussieht. Wie gesagt, ich habe noch keine Level angeschaut sonst. Und, ich mag die neuen Ladebildschirme. Erstellen, speichern, teilen. Du bist Creative Video, kannst du Spielregeln bearbeiten, dann rundspeichern und teilen und, auf der Checkliste siehst du, was du tun musst, bevor du eine Runde teilen kannst. Alle Rundenarten sind unterschiedlich. Passe alles nach deinem Vorlieben an. Yay! Und da sind wir endlich. Oh mein Gott, Mario Maker 3D. Ich habe so lange drauf gewartet. Okay, ich weiß noch nicht genau, was ich bauen möchte, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag den neuen Artstyle von dieser neuen Season. Dieses ganze Retro-Look, diese ganze Virtual-Sache. Ist so ein bisschen ähnlich wie Season 4. Also Original Season 4, das ist ja jetzt die neue Season 4, aber Original Season 4 war ja auch so Zukunft und da war auch sehr viel Virtual und das ist so ähnlich, glaube ich. Warum muss ich G drücken zum Testen? Was? Rückgängig wiederholen? Einrasten von Objekten? Was? Das habe ich nicht gedrückt. Okay. Runter, hoch, rauszoomen, reinzoomen. Objekte. Objekte? Was? Das, ach so, dann leg ich meinen Controller weg. Aus irgendeinem Grund kann man nur mit Tastatur und Maus bauen. Okay. Na gut, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, aber trotzdem weird. Wir haben hier Plattformen, Blöcke und generell Hindernisse. Kreisel. Ganz viele Kreisel und Boyerings. Yitus, Ditus, Delitus. Und Trommeln. Und Deko. Okay. Genau, es funktioniert nämlich irgendwie so, soweit ich weiß. Ich erkläre es einfach nochmal, meine Kamera ist blockiert. Hier oben sehen wir ein Budget von 1000. Und das heißt, wenn es 1000 erreicht hat, können wir nichts mehr bauen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier platziere, wo auch immer, ich platziere es mal hier hin, dann sehen wir, ich habe 25 schon von 1000 aufgebraucht. Also immer nur das benutzen, was du auf jeden Fall in deinem Level haben möchtest. Und erst ganz am Ende... Oh Gott, ich mache die Steuerung hier nicht. Löschen. Hallo? Ha? Sehr seltsame Steuerung. Es funktioniert alles nicht so wie es sollte. Das ist nicht gut. Wie kann ich dich löschen? Da steht Delete löschen. Das ist meine Delete-Taste. Die funktioniert nicht. Irgendeine andere Taste, die funktioniert? Für dieses Spiel? Falltasten wie Pop-Pop? Nee.
Wie lösche ich dich? Oder doch mit Controller? Jetzt funktioniert der Controller? Also löschen funktioniert beim Controller jetzt. Ey, das ist super weird. Die Hälfte der Steuerung ist auf Controller und die andere Hälfte auf Tastatur und Maus. Warum? Ich krieg mein Menü nicht mehr auf. Ich kann hier nur die Kamera bewegen. Wartet mal. Wie komme ich hier raus? B. Hilfe. Nein. Insert? Was? Editor verlassen. Moment. Kann ich hier in den Einstellungen die Steuerung ändern für den Modus? Okay, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Ich schätze, ich muss aber mit beidem arbeiten. Okay. Aber, was wollte ich denn überhaupt machen? Ich wollte... Ah, stimmt. Objekte geht's ja nur hier. Okay, ich möchte gerne ein richtig cooles Rennen machen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mache, aber ich mache irgendwas. Ich gucke mal, was es hier überhaupt gibt. Was ist das hier? Das ist so ein Ding. Okay, abbrechen. Das will ich noch nicht haben. Machen wir erstmal einen Laufweg. Was bist du? Plattform, bewegliche Oberflächen. Es gibt super wenig, ne? Oder bin ich blöd? Ich finde halt, ich möchte einfach nur eine ganz normale Plattform haben. Ganz normale große Plattform. Oder ist das hier die ganz normale große Plattform? Start mit... Was? Nein? Geht nicht? Okay, ich habe eine Idee, was ich machen möchte. Ich glaube, ich möchte einen Jump'n'Run machen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber ich bin mega verwirrt. Das ist so weird. Ich habe keine normalen Plattformen. Und warum? Oder warte mal, vielleicht sind das die normalen Plattformen und die werden erstmal als ein Teil angezeigt? Tatsache. Okay, bisschen weird. Ich glaube, ich muss einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. So, machen wir erstmal hier eine kleine Startplattform, ne? So, ein bisschen standardmäßig. Okay. So, dann können wir ja schon mal Plattform nach oben bauen. Was ist das denn für ein Ding? Huh. Wie drehe ich das? Too much? Hilfe? Nein? Welche Achse? QE? QE macht nichts! Controller, hilfst du mir? Ich kann es ja so drehen und dann so. Nee. Es geht nicht. Die Steuerung funktioniert nicht. Hä? Warum steht da QE, wenn es die Pfeiltasten sind? What the hell, Spiel? Okay, was auch immer. Darf ich dich jetzt auch nochmal. Hallo? Abbrechen. Nein, ich. Das ist Chaos! Man hat kaum was mit zum Arbeiten. Das sind so die Standards der Standardsachen. Das ist nicht synchron. Seht ihr da? Diese Linie, die da hinten noch ein bisschen abgeht. Ich habe das ganz normal gemacht, meine ich. Also zum einen, es gibt kaum was zum Arbeiten. Zum anderen ist die Steuerung... Die Steuerung funktioniert nicht mal. Es funktioniert einfach nicht. Hier, ich möchte es 3D drehen. So. Okay. Bestätigen. Und jetzt kann ich es erst bewegen. Eieiei. Dann muss ich es runter? Warum ist das in der Luft? Okay. Was man machen kann, was ich cool finde, ist, ich kann das kopieren.
Haha! So, dann kann ich hier in der Mitte doch so ein... sagen wir mal, ich will dann so einen Zaun hinmachen. Ne? Dann mache ich das so, wähle das aus, bis wohin. Platzieren, platzieren, platzieren. Markiere jetzt einen anderen Punkt und drücke Enter. Ja. Hä? Da ist ganz kurzer Moment, wo es... Jetzt. Einfach gespammt, bis es funktioniert hat. So, dann können wir ein paar Zäune machen. Sieht ein bisschen schicker aus. Kann man nicht sofort sterben, wenn einem die ganze Zeit die Folge ist. Woo! Also dann machen. Okay, jetzt kann ich wieder nichts platzieren. Also, ich habe gedacht, das wird cooler. Dennoch bleibe ich dabei, dass ich gerne User-Level spielen würde. Ja, abbrechen. So. Die Dinger, genau, die gehen hoch. Abbrechen, abbrechen. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt ein Bäuerjoing. Haben wir einen Bäuerjoing irgendwo? Safe haben wir einen Bäuerjoing. Ja, wir können auch einen Trampolin nehmen. Nehmen wir auch einen Trampolin. So, dann können wir das vergrößern. Ne, drehen will ich es nicht. Ich würde es gerne vergrößern, oder ist das nur so ein kleines? Warte mal. Dann lösche das nochmal. Brauche ich ein größeres für? Mal 20? Was heißt mal 20? Achso, das schmeißt einen sehr weit in die Luft. Warte mal, G testen. Testen. Ne, wie geht denn das? Da steht G testen. Wiederholen. Ne, das ist das, was ich gemacht habe alles. Einrasten. Wie teste ich jetzt meine Stage? Wie mache ich das? Testen macht nur das Menü. Das ist ein anderer Knopf und der hat nur vergessen, es zu sagen. Das ist schrecklich. Vielleicht geht's auch erst, wenn ich ein Ziel gemacht habe. Hier, ein Ziel. Wuhu, genau. Packen das mal irgendwo in die Ecke. So. Kann ich es jetzt testen? Ich weiß halt nicht, wie ich das Spiel jetzt starte. Wie sage ich dem Spiel, let's go? Lass mich mal probieren. Magische Narwale, ah ja. Wie sage ich dem das? Ich kann, Hammer machen, theoretisch. Oder halt einen Fan, beziehungsweise einen, Boxing Glove. Warte mal! Vielleicht sieht es hier nur so ein Retro so mager aus mit den Items, die man hier bekommt. Moment, ich gebe dem Spiel noch eine Chance. Gehen wir nochmal zurück. Warte, ich speichere das mal kurz ab. Ist okay. Gehen wir mal in den Editor für Season 1. Wettrennen, Original. Vielleicht ist es hier besser. Ich glaube, hier ist es besser, oder? Oder ist es ja genau gleich? Ja, das ist Standard-Vollgeist-Grafik, ne, alles mögliche. Die Steuerung ändert sich überhaupt nicht hier. Wenn ich G drücke, ändert sich auch noch nichts. Okay. Okay, das ist gut. Die Plattform wird hier zumindest als eine große Plattform auf dem Bild angezeigt. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal... Ich erkenne alles ein bisschen schneller wieder. Hä? Hier ist weniger. Hier ist mehr. Und, ja. Okay. Ich mach nochmal mein Level. Ich baue mal ein bisschen. Ah, okay, vielleicht war das doch meine Schuld, dass das da drüber ging. Weil, schaut mal, das ist nicht so block-based, auch wenn es so aussieht. Das ist eher, ne, Pixel. Mag ich nicht. Hä, aber hier nicht mehr? Hier hängt er sich fest? Frag nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe eine bessere Idee, was ich machen kann. Statt so ein Jump Run. Wie wär's, wenn wir so einen Berg machen? So einen Berg nach oben, so wie Schleimkraxler. Oh, das wäre cool. Ich liebe Schleimkraxler. Generell die Level von Schleimkraxler, was? Aber manchen Dingern, wo so ein Pfeil ist, kann ich wild drücken und da. Oh! Nützlich. Sehr, sehr nett. Was gibt's denn hier alles? Hier gibt's noch. Cool, cool. I like it. I like it, I like it.
Ah, dann bleibt das direkt ausgewählt, wenn man es einmal gemacht hat. Okay, okay, okay. Got it, got it, got it. I got it. Wie mache ich das jetzt, dass das nächste Ding ein bisschen höher ist? Muss ich dafür hier so eine Plattform erstmal machen? Und dann danach da drauf das hinstellen? Ja, oder? Nein? Doch, muss man nur richtig platzieren irgendwie. Aber warte mal, ich kann doch dann den hier machen? Das ist nicht, was ich wollte. Was ich jetzt eigentlich gemeint habe übrigens, ist, dass ich dann den blauen hier wegmache. Das ist nicht der blaue. Das ist der blaue. Ich sag dann zu dem einfach bye bye. Und da ich das dann so habe, ich kann es aber noch nicht testen. Ich kann mein Game noch nicht testen. Wiederholen lässt mich nur... Oh, warte, was? Nee. Das lässt mich das Spiel nicht testen. Warte mal. Wie wär's, wenn ich die Leute... Wieso kann ich... Es gibt ja diesen Slideboden, ne? Super oft wird der Slideboden doch benutzt, um schnell nach unten zu sliden, right? Warum zur Hölle kann ich dann keinen Slimeboden machen, der nach unten fährt? Hä? Why? Why the hell not? Ich bin ja ein Fan davon, dass man immer so zwei verschiedene Wege hat. Und ich glaube, ich mache mal so einen super simplen Parcours mit zwei Wegen. Versuch das Beste aus diesem Modus hier zu machen, auch wenn das echt nicht einfach ist. So, was wir machen können, ist nämlich... nicht das Ding. Was war das denn nochmal? Das hier? Nee, oder? Das hier ist es, glaube ich. Und zwar können wir das doch jetzt hier hinstellen. Ah, das ist es nicht. Das kann man nicht, das kann man nicht ziehen. Woran erkenne ich denn, was ich ziehen kann, was nicht? Oder kann ich einfach in der Luft? Ne, das muss man auf dem Boden platzieren. Man kann entweder geradeaus gehen oder man geht einfach hier den Weg lang. Maximale Höhe erreicht, okay. Natürlich müssen wir anfangen mit einem DoorDash. Aber ich habe eine lustige Idee. Aber es funktioniert nicht, weil... Plattform und so. Ich habe mir wehgetan. Und ich bin aggressiv. Aua. Du bist groß. Ich kann dich ein bisschen drehen. Und ein bisschen... Mann! Muss immer das Spiel stetigen. Das nervt. Kann ich dein Aim ein bisschen mehr beeinflussen? Aber ich kann dich nicht höher bringen, oder? Hoch, runter? Warte mal. Okay, hoch, runter geht nicht. Geht so hoch, runter? Oh, okay. Sorry. Okay, das nehme ich zurück. Man kann die Elevation verändern. Okay, nehme ich zurück. Ist das Drehen hier besser? Ein bisschen. Platzieren. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr platzieren? Ist das zu hoch? Hä? Ist das zu nah dran in irgendwas? Alles klar. Drehen. Ja, mit Controller ist ein bisschen besser zu steuern. Also ja, Menü sollte man mit Tastatur machen und Sachen platzieren mit Controller. Das ist meine Empfehlung. Du sollst in die Richtung schmeißen. Ja? Schmeißt du in die Richtung? Kann ich dich größer machen? Nein. Ich kann dich aber mehrmals platzieren, um sicherzustellen, dass Leute hier nicht durch die Mitte durchgehen. Wahrscheinlich werden Leute das Level einfach trotzdem super easy cheesen. Kann ich dich entfernen? Macht das keine Probleme? Okay, jetzt Singer schweben jetzt. Okay. Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es doch lustiger, wenn ich die da dann platziere. Aber erstmal muss ich... Hier muss noch ein Boden hin. Okay, das kann ich noch akzeptieren. Hier, wo ich die ganzen Boden hatte, einen noch hinzumachen. Und dann dahinter die Kreise. Sowas zum Beispiel. Also entweder du gehst hier den Weg, das hier entlang. Und kommst dann... Ron gibt's hier nicht, das wäre cool gewesen. Aber vielleicht mit so einem Ventilator-Ding.
Wow, what? Ich habe einfach jetzt schon mein Budget auf über die Hälfte. Das ist nix. Ich dachte eigentlich, das wäre super großzügig, aber jetzt bemerke ich, ich meine, Schuss ist an, weil ich bisher gebaut habe. Also ich habe anfangs gedacht, die haben das gemacht wegen Performance-Issues oder so, aber das kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen. Oder? Gibt das Switch vielleicht, aber come on. Was ich jetzt machen wollte, ist nämlich, man hat hier so diese DoorDash-Türen und dann, wenn du die falsche Tür lädst, ne, dann bist du so gepuncht. Das fände ich irgendwie lustig. Wird mal auf die Fresse gehauen. So, dann machen wir hier auch nochmal ein Rätsel rein, was die richtige Tür ist. Ja, hier goldene Mitte, warum nicht? Und dann wird man sonst gepuncht. So, dann fällt man runter. Und dann, ja, sagen wir mal, weil ich sowieso nicht mehr so viel habe und mir nicht mehr so viel einfällt. Hier ist dann das Ziel. Wie kann man das Ziel machen? Genau, machen hier einfach. Juhu! Weiter runter. So weit nach unten, wie es geht? Nee. So, I guess? Wie ist das? Ich glaube, das ist in Ordnung. Und dann können wir den nochmal kopieren. Dass wir hier zwei Ziele haben. Damit man es auch von der anderen Seite schafft. Okay. Ne? Genau. Warte mal. Wait. Oh, never mind. Ich hab's rausgefunden. Oh mein Gott, zum Glück geht das doch. Das ist gut, dass das doch geht. Dann machen wir hier einfach nur eine Slide rein. Genau. Dann slidet man so ins Ziel. Das wäre doch cool. So, whee! Oh, in der Mitte können wir ganz viele Yeetus machen. Für die Leute, die die Level von Fall Guys nur so spielen, dass sie durch die ganzen Yeetus gehen. Nur habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, weil ich es nicht testen kann, wie die sich drehen. Aber ja. Haben wir mal hier einen. Wuhu! Und dann haben wir hier eine Plattform? Sure, why not? Fangen wir hier für die Yeetus-User eine kleine Safe-Plattform hin. Und dann, muss man sich hier entscheiden. Oh man, hier sieht man das aber, was richtig ist. Kann ich das zumauern? Mauer. Barrieren, ja. Und was Hohes? Bist du groß? Kann ich dich groß machen? Du wirst ein Style, wenn du mit mir arbeitest. Ich mach dich groß. Geht das? Nein! Ach man! Ich kann ihn nicht groß machen. Sorry, Bro. Dein Album hat sich nicht gut verkauft. Ich kann ihn leider nicht groß machen. Es heißt Barriere und es ist so winzig klein, das ist keine Barriere mehr. Ja, hey, das ist mein Kurs. Sieht sehr trashig aus, aber ich versuche irgendwas hinzukriegen mit den Tools, die ich habe. Basically nothing, aber ich habe noch ein bisschen Deko und noch ein bisschen Budget. Ich sitze gerade, ich habe 800 von 1000 und da kann ich noch ein bisschen was machen mit. Zum Beispiel ein Rainbow. Yahoo! Einen liegenden Rainbow, der nämlich zeigt, wie ich mich fühle. Hier. Ihr müsst hier lang gehen. Und dann machen wir noch so ein Ding. Drehen das dann aber dann andersrum. Ein großes Tor! Lädt dich herzlich ein in die Welt von Mikes katastrophalen Level. Yippie! Oh, eine dicke, fette Wolke! Hey, warte mal, stimmt! Die können wir doch hier benutzen, damit man das Ding sieht! Maybe? Ja? I don't know! Das ist eine komplette Katastrophe. Komplett. Was? Oh, ich kann Mario Maker Arrows machen. Ja, die sind wichtig. Damit Leute überhaupt checken, was ich überhaupt versucht habe zu machen. Ganz wichtig. Hier. Du bist dort lang. Hoch. Da lang, Kumpels. Und hier mache ich auch nochmal so ein Ding. Oder ich mache beide hin. Fall Guys.
Hey, falls ihr vergessen habt, wie das Spiel heißt. Oh, guys. Genau, wir können das hier zumauern. Die Seiten. Warum nicht? Drehen. So. Okay. Ja. Wie findet ihr meine Map? Ich finde sie grauenvoll. Aber vielleicht habt ihr eine bessere Map, die ich spielen kann. Und vielleicht mache ich ein Video dazu. Genau. So, aber jetzt will ich erstmal abspeichern. Wie mache ich das? Menü. B. Genau, B. Speichern. Wolkige Begegnungen. Das ist ein guter Titel. Können wir machen. Was heißt 40? 40 Vollgeist, die spielen können. Ich habe gespeichert. So. Das heißt, ich verlasse es jetzt. Laden. Okay. Meine Runden unveröffentlicht veröffentlicht. Achso, das sind nur meine. Hä? Wo downloade ich denn dann Level? Soweit ich weiß, gibt es ein Portal dafür. Oder warte mal, ist das auf Steam Workshop? Nein. Nein, ist es nicht. Keine Ahnung. Spielen wir mal. Kann ich spielen? Oder ist es nur im Editor gestartet? Es wird nur im Editor gestartet. Warum? Geh mal zurück. Ja. Hä? Laden? Und dann? Muss ich auf Veröffentlichen drücken? Will ich das veröffentlichen? Will ich das veröffentlichen? Naja, komm. Oh, wie cool! Man hat dieses Outfit! Warum ist die Zeit so scuffed? Lustiges Outfit? Meine Taunts gehen? Ah, meine Taunts gehen! Wunderbar! Okay, oh wow, warte mal, das ist ja wirklich viel größer als gedacht. Ich dachte, das war... Oh wow. Meine Taunts sah alles so... klein aus. Schaut euch das mal an! Warum sind da Bananen? Was habe ich getan? Okay, gehen wir erstmal rechts den Weg. Okay, das ist viel größer als gedacht. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie ich es haben wollte. Vor allem, weil die Dinger nicht mehr treffen können. Ich habe Button Layout. Okay, jetzt habe ich es wieder. Sorry. Das passiert, wenn man 4 Monate lang keinen Vollgas mehr spielt. Okay, es waren eigentlich nur 2. Ab und zu mal habe ich mal reingeschaut. Selbst der Jesus geht in die falsche Richtung. Warum kann ich es nicht mittendrin mal probieren? Das verstehe ich nicht. Das ist nicht ready. Das hätten sie so nicht verließen dürfen. Hätten es verschieben müssen. Keine Ahnung, aber das ist so nicht ready, das Game. Ehrlich nicht. Das ist einfach nicht ready. Dass sie das so in Zustand releasen. Unfassbar. Okay. Ist mein Level überhaupt möglich? Ich glaube nicht. Nee, wie soll ich da hochkommen? Na, ist nicht möglich. Zurück zum Editor. Okay, warte, fixen wir es ganz kurz. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen mehr gefixt. Zumindest habe ich es versucht zu fixen. Kann man mal so sagen. Die Musik ist auf jeden Fall neu, die kenne ich nicht. Ich glaube, das hier übrigens ein bisschen verändert. So. Ich weiß, es ist ein Trash-Level, das müssen wir nicht sagen. Ah, da kommt man immer noch nicht hoch. Oh, verdammt. What the hell? Das ist so kacke. Hier sieht das alles so... so winzig aus. Die hätten doch hier zumindest so ein paar Fake-Fall Guys an den Schatz reinpacken können. Damit ich sehe, wie groß alles oder wie klein alles ist generell. Keine Ahnung. Aber normalerweise bist du, so siehst du so alles. So siehst du alles in der Größe. Und das weiß ich doch nicht, Mann. Das kann ich ja nicht wissen. So, man soll hier auf jeden Fall hochspringen können. Und das muss hier alles weiter runter. Alles jetzt. Oh Gott. Warum kommt jetzt Finalmusik? Das will ich nicht als Finale haben. Schaut euch das mal an, ey. Fuchsi, der Hammer ist so langsam. Geschwindigkeit kann ich aber wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich glaube, der funktioniert nicht mal. Ich wollte eigentlich, dass er so wii, ein bisschen nach hinten, aber macht er nicht wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, die Dinger treffen einen auch nicht. Jetzt kommen wir zumindest hier drauf. Muss mal sehen, schafft man den Sprung?
Ja, Banane, sei spritzig. Das ist alles so weit oben. Kann ich einfach alles durch? Nein. Warum ist der richtig? Es ist immer random. Ich glaube, es ist sogar immer random. Ich dachte, ich kann das einstellen, aber ich hatte auch kein Menü. Ja gut. Das ist jetzt unangenehm, ne? Aber... Ah, schade. Ich wollte... Das ist so ein anderes Timing einfach. Okay. Kann ich es von der anderen Seite schaffen? Ey! Von hier? Okay, den Jump schafft man zumindest. Okay, das ist so ganz chillig. Season 2 Sachen. Easy peasy. Klappt. Kann ich hier lang? Ich habe vergessen, dass ich es bewegt habe. Ich komme da nicht mal jetzt. Ich kann das einfach nicht schaffen. Ah, wisst ihr was? Will ich es überhaupt weiterbauen? Nein, will ich nicht. Ich will es nicht weiterbauen. Oh, hi, Freunde. Die Dinger drehen sich alle in die gleiche Richtung. Also ganz ehrlich, meine Empfehlung wäre es, Finger wegzulassen von diesem Modus, bis er sich irgendwann mal in einem neueren Update verbessert hat. Weil so wie er jetzt im Moment ist, kann ich ihn nicht empfehlen. Sehr, sehr schade. Ich habe mich vor allem hier drauf gefreut. Aber wir haben nur eine ganze Season vor uns, die wir uns dann die Tage mal anschauen werden. Und ja, ich habe es hier ein bisschen gefixt. Jetzt kommt man hier auch lang. Und jetzt, egal was richtig ist, man hat hier immer... Oh, jetzt fehlt da... Ja, egal, der fehlt, egal, soll halt fehlen. Wuhu! Und man kann es schaffen! Ey! Ich bin nicht stolz drauf. Danach wird es öffentlich. Da ist der Code, falls ihr mein schreckliches Level spielen wollt. Wie wär's, wenn ich mal eure Codes bekomme, hä? Was seid ihr davon? Vielleicht könnt ihr, vielleicht bin ich aber nur schlecht mit diesem Editor, vielleicht kriegt ihr irgendwas Besseres hin. Vielleicht seid ihr aber genauso schlecht. Wenn ihr mir Level schickt, dann seid ihr damit einverstanden, dass ich eure Level in Grund und Boden stampfe. Von Meinungen her natürlich. Und natürlich von meinem Skill. Aber ja. Ich höre immer noch die ganze Zeit das Geschosse, warum auch immer. Und okay. Das ist der erste Eindruck für mich von der Season. Also ich bin wow. Ha. Ha ha. Oh Gott. Eieiei. Wird geprüft. Für was wird es geprüft? Ob's gut ist? Nein, das ist nicht gut. Veröffentlichung aufheben. Ah. Oh. Okay. Wollt ihr mal sehen, wer spielt?